Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus meiner persönlichen Lieblingskategorie: Alles mit der Linse. Ja, ich bin natürlich auch leidenschaftlicher Fotograf und Videograf, deswegen arbeite ich sehr, sehr viel mit Linsen, aber ich spreche heute von Linsen, Hülsenfrüchten. Wir machen einen Kartoffel-Linsensalat und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wir haben ganz besondere Linsen, habe ich für euch heute dabei, und zwar sind das Beluga-Linsen. Die sehen so ein bisschen aus wie dieser Beluga-Kaviar, daher wahrscheinlich der Name. Kartoffeln brauchen wir auch noch und natürlich unseren Wunderkessel. Ich habe euch drei Gemüsezwiebeln schon mal halbiert, ebenfalls eine Zehe Knoblauch. Das Ganze kommt hier in unseren Kessel. Das Ganze wird heute auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise geschreddert. Nicht die üblichen 5 Sekunden Stufe 5, nein, wir schreddern jetzt 3 Sekunden auf Stufe 6. Bin mal gespannt, ob das Ergebnis anders ist als die 5-5. Ja, ist es. Oh, das hat ja richtig hier. Also da sieht man echt immer, da machst du diese riesigen Zwiebeln da rein und hast dann wirklich so einen Mousse. Das ist wirklich schon immer ein krasses Zeichen dafür, dass dieser Thermomix einfach ein saustarkes Gerät ist. 1 Liter Wasser kommt hinein, wenn ihr das im Kessel abwiegt, 1000 Milligramm. 2 Teelöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Wenn ihr den nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch Gemüsebrühe nehmen. Die andere Frage sollte lauten, warum habt ihr den eigentlich noch nicht? Weil als Thermomix-Besitzer sollte man auf jeden Fall Suppengrundstock zu Hause haben. Gibt es ganz viele tolle Rezepte, eins davon hier im Kanal. Schaut einfach mal rein, weil das ist wirklich einfach zu machen und ich benutze es eigentlich immer, täglich. 1 Teelöffel Pfeffer kommt noch hinzu und 1 Teelöffel Salz. In unserem Varoma kommen 1 Kilo Kartoffeln, die wir in mundgerechte Stücke bereits geschnitten haben. Der Varoma kommt oben drauf und das Ganze wird jetzt 15 Minuten in der Varoma-Stufe natürlich gedampfgart. Varoma Stufe 1. Wir sehen uns in 15 Minuten. Die ersten 15 Minuten sind durch, aber unsere Kartoffeln noch nicht. Die brauchen noch ein bisschen, was aber prinzipiell kein Problem ist, denn unsere Linsen sind ja noch gar nicht zubereitet. 150 Gramm Beluga-Linsen kommen jetzt in unseren Mixtopf. Dann kommt der Varoma wieder drauf. Und wir dampfgaren nochmal Varoma Stufe sanft und zwar für 20 Minuten. Wichtig hier, Linkslauf einstellen, damit die Linsen ihre Form behalten. Bis gleich. Sind durch und die Kartoffeln und hoffentlich auch unsere Beluga-Linsen, die, oh, das sieht gut aus, die werden wir jetzt durch den Gareinsatz einmal laufen lassen und dann mit kaltem Wasser abschrecken. Den Mixtopf habe ich ebenfalls ausgespült, zumindest ein bisschen, denn wir machen jetzt noch eine Soße. Die Kartoffeln, die stellen wir jetzt einfach mal zur Seite, ebenso wie Linsen. Die müssen eh auskühlen. Das Ganze wird nachher in einer Schüssel vermischt und dann muss das sowieso im Kühlschrank eine Stunde ziehen. Aber jetzt kümmern wir uns um die Soße. Eine weitere Zwiebel habe ich euch halbiert. Die kommt in unseren Kessel hinein. Und die wird jetzt, wie üblich, Gott sei Dank ist zumindest eine Sache wie immer, 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Auch wenn es viel klingt, aber es wird ja unser Dressing und deswegen kommen jetzt noch 100 Gramm Öl in den Kessel. Die Zwiebeln, die sich jetzt oben festgesetzt haben, die schieben wir mit dem Spatel noch nach unten. Und dann dünsten wir die jetzt an und zwar 3 Minuten in der Varoma-Stufe 1 und dann sehen wir uns wieder. Die nächsten Zutaten für unser Dressing. 60 Gramm Kräuteressig ist es. Dann habe ich hier Estragon-Senf, davon 2 Teelöffel ebenfalls in unseren Kessel hinein. 1 Teelöffel Salz kommt noch hinzu, 1/4 Teelöffel Pfeffer und 1 Prise Zucker.
Wenn man jetzt auch mal so als letzte meiner beschwert, dass ich das mit den Fingern mache. Leute, ich koche hier nur für mich. Okay, und für die Hanna hinter der Kamera, aber hey, die weiß, was ich hier tue. Das Ganze wird jetzt noch vermischt, 30 Sekunden auf Stufe 2 und dann ist unser Dressing ebenfalls fertig. Die Kartoffeln und die Linsen, die können wir schon mal in eine Glasschüssel geben. Ach, dieses Ding mit dem Deckel, das ist wirklich, naja. Unser Dressing drüber. Oh, da hängen noch ein paar Zwiebelchen unten drin. Ist alles raus. Gehört alles zum Rezept. Dann wird das Ganze miteinander vermischt und wir lassen das etwa eine Stunde kühlen und ziehen. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Ich mag ja Linsen und ich mag Zwiebeln. Kartoffeln mag ich auch. Es riecht schon mal sehr, sehr lecker. Und damit wir auch gleich noch was Grünes drin haben, sobald es ausgekühlt ist und gezogen hat, heben wir dann noch einen Bund Frühlingszwiebeln drunter. Wie ihr seht, ich habe unseren Linsen-Kartoffelsalat schon mal schön durchziehen lassen, habe jetzt auch gerade den Bund Frühlingszwiebeln untergehoben, habe schon einen Teller vorbereitet, den haben wir auch schon fotografiert für die Nahaufnahme, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Und ich habe mir noch ein Wienerchen dazu genommen, denn ich finde, das passt sehr, sehr gut und ich mag Wiener. Aber um den Wiener soll es gar nicht gehen, es geht ja um unseren Linsen-Kartoffelsalat und ich muss jetzt mal gestehen, dass ich eben schon probiert habe und ich finde ihn richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Man kann ihn noch mal ein bisschen abschmecken, wenn er einem zu wenig Salz oder zu wenig Pfeffer enthält. Aber mit dem Senf und dem Essig, ich mag das total. Das ist genau mein Ding. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Salat und wirklich ein schönes Gericht. Da ich eben probiert habe schon, als es noch nicht ganz ausgekühlt war, würde ich euch sogar vorschlagen, probiert ihn doch auch mal lauwarm. Ja, das ist total lecker. Also mir hat das lauwarm fast noch besser geschmeckt als jetzt so kalt. Was auch immer ihr tut, wie auch immer ihr es verzehrt, Hauptsache ihr kocht es nach. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es ausprobiert habt und ob es euch genauso gut schmeckt wie mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid, Glocke drücken, Kanal abonnieren und immer informiert sein, wenn wir hier ein neues Rezept hochladen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Video und guten Appetit.